So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Ist gerade eben Alan Wake abgeschmiert. Ich habe gerade eben die neue Aufnahme angefangen. Jetzt kommt hier wieder der alte Heli, der uns gleich abschießt. Da ist er. So, zur letzten Folge übrigens. Die ist leider etwas kurz geraten. 8,5 Minuten, glaube ich. Daran, dass ich nicht ganz aufgepasst habe. Also beim Aufnehmen. Weil die Folge schnell brauchte. Da kommen sie wieder, die Killer-Krähen. Der Heli ist gleich im Hintergrund bereit. Auf geht's. Dann weiter, Alan. So, der Heli stürzt jetzt ab. Ja, wie gesagt, ich habe nicht ganz aufgepasst beim Aufnehmen. Eine Minute oder zwei hätten es dann schon noch eher getan. Also ein, zwei Minuten mehr. Aber gut, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Jedenfalls, jetzt kommt auf jeden Fall wieder reguläre Länge. Das hier muss ich ja heute noch hochladen. Ah ja, da muss ich mich ganz schön beeilen gleich. Naja, das wird schon irgendwie funktionieren. So, aber jetzt erstmal back to the game. Müssen schauen, wo wir hier lang müssen. Ich glaube, wir müssen da lang, aber ich möchte trotzdem mal da hoch. Vielleicht finden wir da eine Waffe oder eine Taschenlampe. Das wäre mal ganz schön. Kann man das benutzen? Zoom? Ui. Okay. Da unten ist nichts. Außer natürlich der abgestürzte Heli da. Oh, wir können noch näher ran. Ist da sonst irgendwas? Ist das die Tankstelle? Sieht so aus. Noch näher können wir leider nicht. Schade. Na, guck mal. Da ist eine Thermosflasche. Ist da sonst noch irgendwas Interessantes? Hm, ich würde eher so sagen, nein. Also verlassen wir das Ganze mal hier. Guck mal hier ins Häuschen. Aha. Ein Radio. Das lassen wir schon mal mitlaufen, während ich alles einsappel. Ah, hier James. Mulligan, Thornton, bitte kommen, Ende. Thornton hier. James, wir haben Wheeler und Rose in Haft genommen. Sie haben keinerlei Widerstand geleistet. Hey, Mulligan, pass mal. Was? Komm schon. Hinsetzen, geben Sie mir das. James, Mulligan hier, Ende. Ah, sprechen Sie, Mulligan, Ende. Wir haben hier Wheeler und Rose. Wheeler ist betrunken oder sonst was. Und wo wir gerade davon sprechen, dieser FBI-Agent verströmt eine deutliche Note ohne Scotch, wenn Sie verstehen, was ich meine, Ende. Gut zu wissen, Deputy Mulligan, Ende. Na, wie auch immer, Rose benimmt sich total merkwürdig. Schicken Sie lieber den Doktor her, damit er sich die beiden mal ansieht, Ende. Verstanden. Bringen Sie die beiden schnell her. Der FBI-Agent möchte Wheeler verhören. Ende. Oh ja, darauf wette ich. Die beiden scheinen eine Menge gemeinsam zu haben. Mulligan, Ende. Okay, das sind ja sehr interessante Funksprüche, die da führen. Wir wurden zum Glück überhaupt nicht erwähnt. Puh, so schnell hier. So. Was ist denn da? Ein... Funkmast. Ich konnte die Lichter des Radiosenders in der Ferne sehen. Ja, das stimmt. Aber das konnte ich eigentlich auch, bevor du mir das gesagt hast. Also, ne? Naja. Hier, latschen mal weiter. So. Geht's hier wieder runter. Kommt bestimmt gleich ein Kontrollpunkt. Ich kenne das doch. Hallo, Kontrollpunkt? Komm schon, enttäusch mich nicht. Der Sendemast könnte zum lokalen Radiosender gehören. Main schien anständig zu sein. Vielleicht könnte er mir den Weg zum Bergwerk sagen. Das hoffen wir doch. Oh cool, das sieht aus wie ein Mars-Auto da oben. Coole Sache. So, hier scheint es aber nichts zu geben. Oh, wir müssen sogar zum Mars-Auto hin. Oh. Unnatürliche Schatten. Oder auch nicht. Das Dunkel, das hinter mir her war, wollte mich aufhalten. Ohne Licht würde ich nicht durchkommen. Verdammt. Wir müssen also auf jeden Fall... Ach, das ist kein Mars-Auto, das ist ein Flugscheinwerfer. So sieht's aus. Müssen wir wahrscheinlich den Generator anwerfen. Und schon können wir den Flugscheinwerfer aufs Tor richten. Der Suchscheinwerfer richtig? Hatte keinen Saft. Ja, habe ich mir doch gedacht. So, dann schalten wir mal den Generator hier an. Von einer Seite allerdings. So. Bam. Bam.
Sehr gut. Oh, es läuft ein bisschen aus. Nicht runterfahren. Ich wollte eigentlich nur hinter das Haus laufen und mal schauen, ob hier noch irgendwas ist. Das scheint ja nicht da. Ich muss den irgendwie reparieren und weiter versuchen. Wie soll ich den denn reparieren? Ja, drück. Das hilft immer. So, jetzt muss es aber funktionieren. Treten hilft immer, ne? So ist das. So. Yeah. Alter. Direkt das ganze Tor zerdeppert. Ich dachte, das springt einfach auf und... Was passiert? Bam, ganzes Tor im Arsch. Aber egal, weiter geht's. So, was haben wir da noch? Nö, da haben wir nix. Hui. Ups. Oh, das war eine dumme Idee. Lassen wir lieber. Okay, wo geht's jetzt hier weiter? Treppen runter, runter gehen ist immer schlecht, denn dann kann irgendwas von oben kommen. Und das ist nach unseren Erfahrungen in diesem Spiel nicht so gut. Okay, das Tor wird auch blockiert. Wir haben hier vorne aber eine Taschenlampe. Endlich. Endlich. Kleine Taschenlampe. Endlich haben wir wieder eine Taschenlampe. Wie oft man auch das Inventar generell verliert. Was? Ist da irgendwas? Huch. Da ist, guck mal, da ist noch dieser flimmende Frame. Flimmernde Frame, meine ich. Sah irgendwie lustig aus. Ach du Scheiße. Ich brauchte einen Moment, um die Blendgranaten zu erkennen. Sie kamen mir sehr gelegen. Team 1, kommen. Oh ja, mehr als gelegen. Team 1, hier, ich glaube, hier kommt keiner mehr. Bitte Bericht, Ende. Team 2, kommen. Bitte Bericht, Ende. Los, Leute, redet mit mir. Bitte kommen, Ende. Können wir zufällig ans Funkgerät? Nein, oder? Schade. Huch. Huch. Ah, jetzt ist er erst rumgelaufen. Naja, wahrscheinlich kommen wir nicht ans Funkgerät. Oh, nee. Kontrollpunkt. Ihr wisst, was das bedeutet. Alter. Hoffentlich wird es nicht allzu schlimm. Sollen wir mal hier gucken? Komm. Mal hier auch um die Ecke. Scheint aber auch nichts zu sein. Boah, Alter. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Weiter geht's hier. Bei Alan Wake. Wir haben gerade die Typen hier mit der Blendgranate weggeschossen. Und ich höre schon wieder die nächsten. Alter, jetzt auch noch hinter uns. Was? Hilfe. Ah, lasst mich in Ruhe. So, renn weg, renn weg. What the fuck? Was ist denn falsch mit diesen Leuten? Komm, ins Licht, ins Licht. Kontrollpunkt, sehr gut. Und frische Brenngranaten. Und hier ist ein weiterer Anrufer. Sie sind auf KBFFM mit Pat Main. Hier ist Milt Peabody, Pat. Was beschäftigt Sie, Milt? Also, ich wohne bei der Wohnwagensiedlung, Pat, und hier ist echt der Teufel los. Ich wohne da auch ganz in der Nähe. Wissen Sie genauer, was da los ist? Ich weiß nicht, aber hier sind überall Polizeiwagen, Sirenen. Ein Hubschrauber kreist über uns und ich glaube, ich habe Schüsse gehört. Schüsse? Ja, wie Pistolenschüsse. Können Sie herausfinden, was da los ist? Diese Schießerei ist nämlich direkt bei mir nebenan. Sie schießen immer noch? Nein, das war vor etwa 10, 15 Minuten. Es hört sich ernst an, Pat, wirklich. Das klingt nicht nach einer Party. Also
Ich werde auf jeden Fall bei der Wache anrufen, Milt. Okay. Ich sage sofort Bescheid, wenn ich etwas höre. Okay, danke.